Bastelschulter-Krela, hier ist wieder eure Tanja Hausmann. Ja, ich bastel mit euch heute eine einfache Karte. Das ist jetzt hier mein Muster. So ähnlich basteln wir gleich auch die Karte. Nicht mit viel Material, wie ihr seht. Also wir brauchen natürlich Papier und wir brauchen Stempelfarbe, dann natürlich Kleber und 1 mm-Pads, dann ein Locher nach Wahl. Ich habe jetzt hier diesen Locher mit diesem Ahornblatt genommen. Ihr könnt natürlich auch andere Blätter nehmen, die ihr habt. Und ich habe natürlich Happy Birthday Stempel, hier den Eulenstempel und dieses Huhu. Das ist aus einem Stempelset. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir legen direkt los. Und wie gesagt, ist eine einfache Karte. Man muss ja nicht immer so lange und so viel basteln. Es reicht manchmal auch so eine Kleinigkeit und Hauptsache selbst gemacht. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einmal. Als erstes habe ich jetzt hier meinen Fotokarton zugeschnitten in Weiß und zwar auf 10 x 14 cm. Das ist ja immer so mein Lieblingsauflagenformat, sage ich mal. Und ja, ich nehme stattdessen, was hier bei der Karte habe ich ja die beiden Stempelfarben genommen. Und ich entscheide mich bei der nächsten Karte, dass ich diese beiden Farben nehme anstelle von dem Lavendel. Wie gesagt, wir ändern das noch ein bisschen. Das kann man ja immer ganz individuell machen, wie man möchte. Die Eule werde ich weiterhin in Orange lassen. Passt eigentlich ganz gut. Und auch die Position werde ich ungefähr beibehalten. Einmal erst die Eule aufstempeln. Dann als nächstes das Happy Birthday. Ich habe jetzt hier eine Stempelunterlage, damit einfach der Abdruck ein bisschen sauberer wird. Wenn ihr die nicht habt, ist auch nicht so schlimm. Desto feiner der Stempel ist, desto wichtiger ist es eigentlich. Aber die sind jetzt nicht so ganz so fein, die Stempelabdrücke. Dann geht es auch notfalls ohne. Ja, das ist jetzt sehr kräftig geworden, der Abdruck. Der dauert auch etwas länger, bis er getrocknet ist. Jetzt nehme ich noch mein Huhu. Das stempel ich hier oben einfach mal hin. Als nächstes nehme ich nur jetzt meinen Ahornblattstanzer und stanze mir einmal, ja, 5 pro Farbe aus. 4 bis 5 brauchen wir pro Farbe. Ungefähr. So kann man auch schön mal Papierreste verbasteln. Ich denke mal, die hat der ein oder andere bestimmt zu Hause. Als nächstes habe ich hier einen A4-Bogen einmal halbiert und den falze ich jetzt einmal in der Mitte. Und dann haben wir schon eine A6-Klappkarte. Wie ihr seht, ich habe jetzt mal mich für Braun entschieden. Unsere Musterkarte ist ja in Grün. Ich finde beides passend. Wir haben ja jetzt diese Übergangszeit und ja, wir haben noch keinen richtigen Herbst. Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei. Und trotzdem wissen wir, der Herbst steht vor der Tür und es geht jetzt ganz schnell. Und deswegen passen eigentlich beide Farben jetzt hin. So, ich gehe immer noch mal an der Schneidekante mit dem Falzband so etwas lang, damit einfach ja die Kanten nicht so scharf sind. So, jetzt nehme ich mein Papier, nehme doppelseitigen Kleberoller. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Kleber nehmen, den ihr da gerade habt. Ich arbeite halt sehr gerne mit diesem Roller, weil das ja einfach schneller und einfacher geht und ich mich mehr um andere Sachen kümmern kann. So, jetzt habe ich hier meine Stanzteile und ganz wichtig, wir haben ja hier diese süßen Wackelaugen und ich finde das eigentlich, ja, man kann es auch ohne machen, aber es ist so ein kleines Highlight, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und da nehmen wir jetzt noch mal ein paar Wackelaugen. Für die, die es interessiert, das sind 6 mm große oder kleine Wackelaugen. Die bekommt ihr natürlich auch bei eurem Bastelladen. So, jetzt mache ich hier mal einen kleinen Tropfen Bastelkleber hin, jeweils an beiden Stellen, wo die Augen hin sollen.
Und jetzt klebe ich einmal die Äuglein ein. Schön andrücken. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Kleber nehmt. Das sieht nachher natürlich nicht so schön aus, wenn der Kleber, ja, hervorkommt. Schön andrücken. Und da haben wir schon unsere Wackelaugen drauf. Das sieht doch schon mal ganz lustig aus. Ja, jetzt habe ich hier diese Blätter und wie da möchte ich die jetzt auch irgendwie arrangieren. Ich klebe die einfach, ja, einfach so aus dem Bauchgefühl auf. Manche Blätter bekommen 1 mm Klebeabstandspads und manche nicht. Damit man halt diese, wie bei der Karte, diese Struktur bekommt, dass es halt flache und erhabene Blätter sind, seht ihr? Die sind verschieden hoch und so haben wir direkt eine interessante Struktur, wie ich finde. So, jetzt machen wir das also, wie gesagt, hier auch. Die Reihenfolge, wie ihr aufklebt, ist dabei egal. Macht das so, wie es euch gefällt. Da ist nichts falsch, sondern so, wie der Künstler sich das vorgestellt hat. Sagt man doch so. So ist das in der Kunst. Und Kartenbasteln ist ja auch eine Art Kunst. Wir sind alle kreativ. Ist auch eine schöne Abwechslung zum Alltag, wie ich finde. So kann man ein bisschen entspannen beim Basteln. Und vor allen Dingen hat man natürlich seine Zeit auch sinnvoll genutzt. Man hat hinterher ein schönes Resultat, welches man dann beim nächsten Geburtstag verschenken kann. Ja, ich klebe die jetzt etwas anders als bei der Karte auf. Das ist aber bewusst so, weil nicht jede Karte gleich sein soll. Ich glaube, das wisst ihr auch, dass ich einmal so, mal so bastel, dass ich quasi immer die Karten etwas abändere und nicht gleich habe, weil ich das eigentlich auch ganz wichtig finde, dass die so ein bisschen individuell sind und ich halt nicht die gleichen Karten verschenke. Deswegen halte ich mich natürlich hier auch nicht an irgendeine bestimmte Reihenfolge, sondern ich klebe das einfach so auf, wie ich gerade möchte. Vielleicht noch so ein paar mit 1 mm Pads. So, das letzte Blatt kann ich natürlich auch nach innen kleben. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön, wenn man innen auch was reinklebt. Es muss nicht sein, aber man kann. So. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt haben wir hier noch so Einlegeblätter. Da loche ich jetzt auch mit dem Blattstanzer einfach an die Ecke so ein kleines Blatt. Hier auch. Diese Einlegeblätter. Das sind noch Einlegeblätter, die ich von anderen Kartensets habe. Man kann natürlich auch sich wieder Papier zuschneiden als Fotokarton oder als Papier und das dann hinterher dafür nehmen. Und so seht ihr, finde ich es auch ein bisschen interessanter, als wenn man das nur so nackig lässt. Ich könnte jetzt nach innen auch noch ein bisschen hinstempeln. Hier haben wir in dem Set noch diese Federn. Ist vielleicht ganz witzig, weil das ja eine Uhu-Karte ist. Da passen doch Federn eigentlich wunderbar dazu. Deswegen stempel ich jetzt da einfach noch mal ein paar Federn hin. Die muss ich natürlich dann auch passend auch noch mal in Orange stempeln. Also orange Stempelfarbe noch mal dazu. Und einfach noch mal hier. Nochmal so ein paar Federn, die einfach fallen.
Und hier hat man noch genug Platz, um irgendwas hinzuschreiben. Wie ist das denn, wenn ihr bastelt? Gestaltet ihr denn die Karten auch von innen oder macht ihr das eher nicht? Ich mache das mal so. Meistens habe ich natürlich weiße Einlegezettel drin, ohne irgendwelche Motive. Aber manchmal, so wie heute, dann gestalte ich auch was für innen. Die klebe ich jetzt auch diesmal einmal ein. Ist auch okay. Kann es auch einfach nur reinlegen. Das geht auch. Gerade sollte man schon hinkleben. Ja, so geht es. Karte geht auch zu. Das sind jetzt meine Karten für heute. Einfach und schnell gemacht mit wenig Material und schon ein leicht kleines bisschen herbstlich angehaucht. Vor allen Dingen hier die braune Karte. So sieht es dann von innen aus. Und hier die zweite Karte. Mir gefallen sie beide. Sind, wie gesagt, schnell gemacht. Ihr habt es gesehen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bastelt euch glücklich. Eure Tanja. Tschüss.